main attraction for me in this piece is the fact that I didn't know the piece before. And so it's an invitation to discover something completely new, a new story, a new music. And the fact that sound is the title of the opera create a sort of liquid atmosphere, very dreaming atmosphere that connect all the three acts of the opera. Greta is for me the main character, and the way that I saw this character is to see her making a long journey throughout the opera. So basically, we don't have a single character for Greta, we have four characters. It's like the four seasons of a year, starting from springtime till wintertime. It's very touching and very human. Every role that I sing is special for me. Every character in every opera is somebody that we know or somebody that we have been in some ways. We've all felt like an outsider. We've all been left by somebody important to us. Those parts of myself help me find those parts of Greta, even though the situations are slightly different from something that I've actually lived. Schrecker does not have one kind of music that he composes in this opera. When you think you're getting used to the sort of Wagnerian aspect of one moment, he then moves into being a little bit like Puccini. And then the next moment, we're in a 12-tone situation. It makes singing this role interesting, maybe a challenge, because you can't just settle into one type of singing. I once was a mezzo, I am now a soprano, or maybe I'm still both. It's important to sing the music that feels right in the voice. I don't think it's unimportant to define someone as a mezzo or a soprano, and so I will continue to not define myself as either one. Jennifer Holloway, ich bin so dankbar, Sie zu haben. Sie startet als Mädchen, wir lernen sie dort kennen, schüchtern, verspielt, die erste Liebe kommt an und kaum, dass sie ihre Liebe miteinander vielleicht aussprechen, verlässt der Mann sie. Und am Schluss, wenn die sich dann wieder treffen, so eine gebrochene, aber irgendwo noch eben von der Sehnsucht noch geprägte Stimme zu finden, Jennifer Holloway ist da prädestiniert für diese Rolle. Fantastisch. Die Musik von Franz Schrecker ist ganz eigentümlich. Sie ist ganz vielfarbig, sie ist sehr vielschichtig. Sie hat nicht viel zu tun mit Gesetzmäßigkeiten, sie hat nicht viel zu tun mit Ordnungen, mit Regeln, wie sie teilweise die Komponisten seiner Zeit geschrieben haben. Zu den unglaublichen Orchesterfarben, die Franz Schrecker geschrieben hat, kommt natürlich dann auch noch der sehr stark beschäftigte Chor mit dazu. Er schreibt die Chöre vor, auf der Bühne, von oben, hinter der Bühne. Ihm war das ein Anliegen, das gesamte Theater zu benutzen, um, sag mal, den Klang in die Ferne zu kriegen oder den fernen Klang nahe zu bekommen. Ich nicht habe,
in Frankfurt am Main ist ja Der ferne Klang 1912 uraufgeführt worden. Und mich macht das besonders stolz, dass jetzt über 100 Jahre später, dass wir diese Oper wieder in die Hände bekommen. Der ganze Schrägerismus, wenn man es so sagen will, ist ja auch dankbarerweise durch Michael Gielen hier revolutioniert worden. Ich bin sehr froh und dankbar, sagen wir mal, in seine Fußstapfen zu treten, um diesen fernen Klang hier in Frankfurt am Ort der Uraufführung wieder zu präsentieren. I think Der ferne Klang is something that everybody is longing for his life. What makes you alive? What gives a meaning to your life? I would say this is the ferne Klang, and I wish everybody have the opportunity to arrive one day to find it.